Aber Fim, verstehst du ein Wort von dem, was die da quatschen? Der Mann nimmt viel Ilmenblatt. Ich sehe das von hier. Langjähriger Benutzer. Die sind alle so. Die sind super entspannt. Wollt ihr etwas Ilmenblatt, mein Freund? Nein, danke. Nicht? Windredner, warum stellt ihr euch uns in den Weg? Ich sagte bereits, der Wind sagte mir, kämt ihr vorbei, weil ihr nach dem... Verzeiht. Nach dem Drachen sucht. Ja, dieser verdammte Drax. Der Wind hat euch das erzählt? Verdammte Winde. Seht ihr, die Elemente sind auf unserer Seite. Ich hab's dir immer wieder gesagt. Das habt ihr immer wieder gesagt. Da muss ich Boltax recht geben, das sagt er ständig. Die sind ganz schön vorlaut, die Elemente. Wollt ihr euch mit den Elementen anlegen, aber mir wirklich, ihr denkt daran, was das letzte Mal passiert ist, als ihr ein Elementar gerufen habt. Denkt aber daran, ein Waisenhaus zu genügen. Es bringt doch hier sicherlich nichts, sich gegenseitig zu streiten. Findet ihr nicht? Nein, nur dann kennt ihr uns schlecht. Habt ihr auch einen Namen? Oh, natürlich. Ja. Mein Name ist Mendarium Federbringer. Ich werde euch eine Weile begleiten. Ist das so? Wirklich? Wieso denn? Nun, der... Drache ist auch meinem Volk ein großes Übel. Er will einen Drachen töten, das kann ich ihm nur voll und ganz positiv in Rechnung stellen. Im Lied meiner Sippe schwingt das Wirken des Dasa mit. Und offensichtlich kommt es von diesem Geschöpf, das nur... wenn nicht umbringt. Ach so, eure Sippe wohnt hier ganz in der Nähe? Hinter den Bäumen dort? Es ist keine Tagesreise entfernt. Also nicht hinter den Bäumen. Kommt doch an, wie schneller laufen kann, ne? Doch, Elfen können doch sehr schnell laufen, meine ich. Der Mann da hat doch gerade von... Ja? Selbstverständlich. Ich wurde als derjenige ausgewählt von meiner Sippe, der... in eure Welt wandern soll, weil ich mich mit den Rändern des Forstes auskenne. Rändern? Er hebt eine Hand und deutet auf den Reichsforst, der sich zu einer Seite der Straße schon ergibt. Nun ja, wir könnten einen Wildnisläufer gut gebrauchen. Ihr sagt, ihr kennt euch aus hier in der Umgebung? Natürlich. Was ist dieses Dasa? Ihr meint... den Tod? Nein, es ist... ihr Menschen habt ein Wort dafür, einen Namen. Ihr nennt es Rattenkind. Ah. Oh nein, nicht schon wieder. Ah, diese Pürsgeburt. Und die sind so jetzt auch schon wieder hier? Das gibt's doch nicht. Nun, wie war letztes Mal schon so nervig. Zumindest scheint sein Odem seit einiger Weile über den Wind zu liegen. Ich bin das Elfischen zwar nicht wirklich mächtig, habe aber einige auch drüben kennengelernt. Ich glaube, es ist ganz generell das Böse. Aha, verstehe. Jetzt macht es mir nicht mehr Sinn. Das Wort ist mir nicht bekannt. Nun, wenn ihr wirklich gegen den Drachen kämpfen wollt, seid ihr uns willkommen. Und ob ich gekämpft werden muss, werden wir sehen. Ja, natürlich, es ist ein Drache. Wir müssen ihn erledigen. Vielleicht können wir ihn ja davon überzeugen, sich von seinen finsteren Werken abzuwenden. Mein lieber Freund, wir reden hier von einem Drachen. Einem Drachen. Sind in der Regel die Ausgeburt des, wie ihr das formuliert habt, Dasas. Also müssen wir das Dasa vernichten, indem wir den Drachen töten. Ganz einfache Sache. Ganz so einfach natürlich nicht, da es sich um einen untoten, extrem mächtigen Drachen handelt, aber philosophischen Standpunkt her, ganz einfache Sache. Für jemanden, der so viel Zeit hatte, über die Welt nachzudenken, seid ihr schnell mit Lösungen bei der Hand, kleiner Bartmurmler. Nun, ich habe in der Zeit viel darüber nachgedacht und es ist die Lösung, zu der ich gekommen bin, also ja. Nur weil ich die Lösung schnell präsentieren kann, heißt es nicht, dass ich schnell zu dieser Lösung gekommen bin. War ein langwieriger Prozess, aber ich denke, mit Zeit werdet ihr euch ja auch gut auskennen. Das Konzept ist uns beiden anders als den übrigen hier Anwesenden doch durchaus in anderer
Art und Weise vertraut. Vermutlich. Es sagt Mendarion, wo habt ihr euer Pferd angebunden? Pferd? Anbinden? Ja. Oder seid ihr zu Fuß unterwegs? Thala, warum sollte ich ein Pferd anbinden wollen? Ich heiße Abelmir, Jamorinus. Damit's nicht wegläuft. Wenn das Pferd vor euch wegläuft, dann wird es dies wohl wollen. Warum sollte man es aufhalten? Und das müsst ihr mit Karino besprechen, nicht mit mir. Die Diskussion führe ich nicht nochmal. Da werde ich wahnsinnig. Und übrigens, wir bringen den Drachen um, weil da ein fettes Kopfgeld drauf ausgesetzt ist. Oder bin ich der Einzige mit dem Gedanken? Herr Jarion, ihr müsst meinen Begleiter entschuldigen. Im Horasreich gibt es keine Elfen, sondern nur Bartmurmler. Ihr müsst auch mich entschuldigen. Ich habe offenbar nicht gar so viel Erfahrung im Umgang mit eurem Volk, wie ich es gedacht hätte. Wenn ihr mögt, dann hört gerne zu und lauscht unseren Geschichten. Lauscht dem Wind. Wir versuchen auch nicht, dass wir die Seelenlieder übertönen. Wir wollen nicht, dass ihr Badok werdet. Ja, aber Moment, wenn ihr doch gesagt habt, dass Dasa sich in den Wind eingemischt, wäre es dann nicht verwerflich, dem Wind zuzuhören? Da würde ihr dann Schlechtes bringen, oder? Er soll unseren Geschichten lauschen. Unserem Wind. Ach so, na gut. Also nicht von Boltax. Dem Wind aus Boltax. Ich bin verwirrt, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Das ist mir alles zu viel Windgerede. Nun gut, nimm Platz. Ich setze mich auf den Baumstumpf, der am Wegesrand steht. Und der Dinge, die Arbeit mir jetzt gerade vorhat. Ich meinte, ihr nehmt auf dem Wagen Platz. Nun, ich habe doch zwei gute Beine. Sehe ich für euch verletzt aus? Nun ja, aus der Entfernung schwer zu beurteilen, aber ihr seht recht gesund aus. Würde ich auch sagen. Kräftige Beine, mittelmäßig gut trainiert. Sollte wohl laufen können. Ihr müsst nicht auf dem Wagen sitzen, wenn ihr das nicht möchtet. Wenn es euch lieber ist, könnt ihr natürlich auch laufen. Aber es ist schon sehr bequem auf dem Wagen. Guck mal, wir haben eine Arbalette. Abalette aber mir? Abalone. Abalone, eine Abalone. Eine. Ein großer Bogen. Nicht. Im Grunde. Nun, dann zeig den mir noch einmal. Ja, komm mal rauf, ihr Elf, komm mal rauf. Wie hieß du nochmal? Mendarion. Mendarion. Ich Grafim, du Mendarion. Komm mit. Ich lächle ihn fröhlich an und komme zu dem Wagen, um mir diesen Bogen anzusehen. Ja, Dorian steigt derweil. Menschliche Handwerkskunst hat ja ihre Art und Weise, interessant zu sein. Dorian steigt derweil von dem Wagen hinunter, beziehungsweise Marenian, und wird dann selber mit der Thesis anfangen, damit er dann selbst auch laufen kann und keine Ausdauer mehr braucht. Er ist immerhin ein Bewegungsmagier. Und dann zu Iseron, während Rafim da die Abalone versucht zu erklären. Sagt Iseron, habt ihr bei euch in Beilung Elfen? In Beilung selbst gab es keine Elfen, nein. Ich bezweifle auch, dass heutzutage noch Elfen es dort geben könnte, selbst auf der Durchreise nicht. Ihr müsst wissen, Beilung wird derzeit belagert. Beilung wird belagert? Ja, von den Nachfolgern des Sphärenschinders. Außerdem ist in Beilung die Magie verboten worden durch einen Prios. Ja, das habe ich wohl noch mitbekommen, dass dies geisterte zumindest durch die aventurischen Boten. Ich habe das Ende der Borbarad-Kriege noch miterlebt und bin dann kurz danach aufgebrochen, aber ich hätte nicht gedacht, dass Beilung belagert werden kann, wenn es dort ein Interdiktum gab. Nun ja, das Interdiktum ist natürlich der Grund, warum Beilung noch nicht eingenommen werden konnte. Schließlich kann keine unheilige Kreatur den geweihten Boden betreten. Und es gibt dann auch keine Elfen mehr in Tobrian? Das kann ich so nicht sagen. Es kann natürlich sein, dass irgendwo in den tiefen Wäldern es sich noch Elfensippen gehalten haben. Allerdings müssten sie gegen die erzdämonische Präsenz des Schänders der Elemente ankommen, der ja die Wälder auch verseucht hat.
Derweil kann Abel mir wie so ein kleines Kind freudig strahlend dann seine Erfindung erklären. Du wirst dich natürlich dann eher auf die Schrauben und Bolzen konzentrieren und Rafim freut sich dann, dass es knallt und bummt und Peng macht. Ich glaube, wir verstehen uns nicht recht. Wo ist nun dieser Bogen, von dem ihr sprach? Dort seht ihr diese Stahlsehne. Sie ist gespannt und schussbereit. Und wenn ihr dort auf diesen kleinen Hebel drückt, schießt dieses große Holzding in die Richtung, die ihr wollt. Macht alle Bogen. Es ist eine faszinierende Apparatur. In der Tat. Warum habt ihr nicht einfach einen Bogen gemacht? Der macht nicht so dolle Bumm. Außerdem, es geht um eine Verbesserung. Ein Bogen ist doch altertümlich. Nun, ein Bogen ist so, weil er schon immer so gut war. Glaubt ihr wirklich, dieses Machwerk hier kann weiterschießen als ein guter Bogen? In der Tat. Moment, Arion. Die Weiterentwicklung. Darf ich euch die Geschichte erzählen, wie die Zwerge die Armbrust erfunden haben? Rafim, oh, die ist spannend. Auch ganz spannend. Ah, ja. Da habt ihr was verpasst. Nun, ich habe euer Volk zwar nie verstanden, aber bitte, erzählt sie mir. Nun, also vor langer, langer Zeit, also für uns eigentlich gar nicht so lange, aber für die Menschen hier schon. Nun ja, und ich würde ihm halt gerne die Geschichte noch einmal erzählen, die ich auch Rafim und Arion mir schon einmal am Feuer in Aranien erzählt hatte. Nehmen wir an, wir laufen dann währenddessen auch schon. Ja, selbstverständlich. Du kannst dann mit einem Movimento neben Dorian herlaufen. Der wird es dir dann natürlich auch leicht tun, damit du einfach jemanden hast, der neben dir läuft und nicht neben den sitzenden Menschen dann fahren musst. Ja. Nach ungefähr 2-3 Stunden geht dann auch die Sonne unter und ihr erreicht dann ja normalerweise Markt, Langtal, ist zumindest ausgeschrieben. Die Gehöfte sind verlassen, allesamt auch niedergebrannt, mehrere Male niedergebrannt. Ihr könnt sie noch rußig, rauchig sehen. Dieses ehemals vielleicht Rittergut, hier direkt in der Straße, kurz vor Pulet. Ihr könnt dann auch die Wegweiser erkennen. Die wurden allerdings wohl auch umgeschrieben. Wirklich weiterziehen wäre unklug, das könntet ihr natürlich machen und dann auf der Straße nächtigen, aber mit der untergehenden Sonne, dann solltet ihr wahrlich in Langtal bleiben. Die Wegweiser wurden wohl verändert und zwar durchgestrichene Namen, vor allem in Richtung Norden. Da hat sich wohl also irgendjemand gütig getan. Werheim wurde durchgestrichen und nennt sich jetzt Inferno. Ihr könnt sehen, bitteres Ende oder dunkle Gnade, Stadt der toten Götter. Die Nekromanten oder das, was von Varena von Mersing kommt, haben sich hier also schon gütig getan und dann den Durchbruch auch südlich von Pulet schon gewagt. So, ich glaube, es wird langsam Zeit, sich etwas Querfeld einzubegeben. Es riecht von dort drüben. Eigentlich unangenehm. Plünderer halt, ne? Guter Elf. Wärt ihr so frei, uns zu führen? Nun, wo wollt ihr denn hin? Das ist eine gute Frage. Also ich habe gehört, hier, Dorian oder Marenian deutet dann auf den Wegweiser, Stadt der dunklen Gnade. Laut Gerüchten soll dies eine neue Höhlenstadt sein, die wohl an einer Stelle liegt oder lag. Ich muss gerade mal in meine Aufzeichnung gucken. Dort hat sich wohl ein, entsetzt das mal in Anführungsstrichen, ein Gott oder ein Alvaranjar in die Erde gegraben und hat nun eine Klamm der Äonerschaft, absolute Finsternis gehüllt. Dort soll wohl die Göttin der Dunkelheit leben, die dann hier hoch fällt. So, man soll also über diesen, ich glaube, es ist eher ein Einschlagkrater oder sowas am Bitterwald, soll man wohl unter der Dergel hindurchgehen können und so den grauen Mann vermeiden können. Wie viel Wahrheit ist an diesem Gerücht? Wo herunter wollt ihr durch? Unter dem Fluss, der im Norden fließt. Meint den Großen? Nein. Warum solltet ihr dort hinunter durch wollen, so fern vom Licht? Das ist eine andere Möglichkeit. Die Brücken sind allesamt gesperrt, habe ich gehört. Ja, also in die Höhlen zu gehen, klingt schon sehr verlockend. Ach ja, ich war lange nicht mehr in den Höhlen. Nein, das klingt furchtbar.
Es gibt waldwärts ein Holz, das über den Fluss wuchert. Aber wir könnten unter dem Fluss durchgehen. Seht ihr nicht die Vorteile? Höhlen, Decken, Stalaktiten, Stalagmiten. Aber in der Höhle kriegen wir doch niemals den Wagen mit. Da fällt einem ja noch einer so ein von diesen Stalaktiten auf den Kopf. Nein, danke. Aber Ferjarion, meint ihr den richtigen Fluss? Die Dergel sollte laut meinen Aufzeichnungen aus dieser Karte 100 Schritt breit sein. Ich glaube nicht, dass ein Holz so weit hinüberwuchert. Er ist wild und breit. Und trotz dessen, dass in dieser Stadt von euch, die nach Zarza riecht, sich der Tod breit gemacht hat, hat auch der Wald seinen Anteil daran zurückerobert. Okay, können wir einfach mit Boltax unterm Fluss lang gehen? Ich finde, das ist immer noch ein guter Plan. Das können wir auch machen. Aber ich weiß nicht, ob der graue Mann euch da gerne haben will. Also, bei mir hat es damals geklappt. Wie gesagt, ich habe mich rituell gereinigt und mich dann schön ausgezogen. Ja, dann machen wir das auch. Ich meine, wenn du das kannst, warum sollen wir das nicht können? Du zeigst uns, wie das geht, und dann machen wir das auch und dann los. Ja, sehr gerne. Siehst du? Schon klappen. Nicht, aber unsere Sachen können wir dann trotzdem mitnehmen, oder? Die packen wir alle in den Wagen und dann marschieren wir da durch den Fluss. Ja, also ich habe das letzte Mal habe ich meine Sachen in einen Beutel gepackt und diesen Beutel mit hinübergenommen. Na, das ist ja gut. Das wollte ich hören. Es wäre blöd gewesen, wenn wir auf der anderen Seite angekommen wären und gar nichts hätten. Ja, so nackt am Ufer zu stehen, das hat zwar etwas für sich, aber naja. Ja. Ja, dann machen wir das so, Boltax. Ich finde das gut. Nun, wollen wir denn durch dieses Höhlen-Dings da gehen? Aber wie wollt ihr denn den Wagen darunter kriegen? Naja, also mir ging es jetzt auch ehrlich gesagt darum, diese Ketzer dort erstmal auszuräuchern. Welche Ketzer? Naja, Göttin der Dunkelheit. Nun ja, es ist wahrscheinlich metaphorisch gemeint. Metaphorisch? Inwieweit denn? Das erklärt mir mal. Das weiß ich nicht, was sie verehren. Also glaubt ihr, dass ich in der Finstermark, wo alles voll mit Nekromanten ist, sich ein spontaner Götterkult, der an Boron oder wen auch immer glaubt, der die Göttin der Finsternis verehrt, die aber in Wahrheit Boron sein soll? Also ist das wirklich euer Glauben an mir? Weil dann weiß ich, warum ihr keine Mager seid. Solltet nicht zumindest ihr Telora, eure Götter gegenseitig kennen? Nun ja, vielleicht ist es ein etwas queerer Glaube an die Tochter von Boron. Die sich spontan rausbildet in der Finstermark, die von einem Nekromanten ist. Nun ja. Ich weiß, warum ihr keine Mager seid, aber ihr seid blöd. Markus, und ich bin nicht dumm. Es ist lediglich eine Theorie. Und er war nicht auf die richtigen Feste eingeladen. Nicht auf der richtigen Akademie. Wie auch immer, wir wissen nicht, was uns dort unten erwartet. Ja, dann gehen wir da rein, machen Licht, sagen erstmal freundlich Hallo und wenn die auf uns schießen, dann schießen wir zurück. Wie immer eigentlich, oder? Nun ja, es kommt darauf an, ob wir... Ist das denn ein Umweg? Wohin zeigt denn dieser Wegweiser zu diesem komischen Höhlendings? Also, erstmal von hier aus alles in Richtung Norden. Ja, aber bin ich der Einzige, der Meinung ist, dass wenn dieses Ding wirklich unter der Derge langführt, dann ist das ja vermutlich ein ganzes Höhlensystem. Da willst du doch, wie wollen, dann ist der Wagen doch auf jeden Fall weg. Oh, ja, den können wir nicht mitnehmen. Das ist Musik in meinen Ohren. Ja. Der Fluss, den ihr Dergel nennt, ist von hier aus noch weit. Wenn ihr hier wirklich in eine solche Höhle ansteigen wollt, werdet ihr sehr, sehr lange vom Licht und vom Wind fern. Ja, das klingt nicht schön. Es ist sicherlich für jemanden von euch, der unterwegs ist, einige Tage noch. Da haben wir wirklich recht. Außerdem haben wir nicht irgendwie Wichtigeres zu tun, als in Höhlen rumzulaufen? Nichts gegen Höhlen an der Stelle. Aber es könnte sehr verlockend sein. Und ich kann Isaruns Aspekt schon verstehen. Wenn sich da finstere Gestalten einquartiert haben, dann sollte man dem doch Herr werden, nicht wahr? Das ist doch unser wichtiger Auftrag als Vertreter des Reichs, nicht wahr?
Ja, richtig. Wir müssen ja hier wieder Licht und Ordnung hineinbringen. Aber wenn die, die dort leben, niemandem etwas zuleide tun, müsst ihr ihnen dann wirklich zu nahe treten? Nun, wir müssen sie zumindest auf den richtigen Weg weisen. Wir müssen Licht ins Den richtigen Weg fängt dieses Lebewesen nur von allein. Ihr könnt niemanden dorthin zwingen. Das ist nicht ganz richtig. Und ihr könnt jemanden, der einen Zauberspruch, der kann genau das. Ihr könnt jemanden, der erst einmal Bardock ist, nicht wieder zurückholen ins Licht. Na gut, dann müssen wir ihn halt zu Boron schicken. Ich weiß nicht, was eure Götter mit ihnen tun werden. Das werdet ihr ausmachen müssen. Könnt ihr ihn natürlich auch einfach tanzen lassen. Was ist das denn hier schon wieder für ein Unfug? Nun, einen schönen Tanz bin ich immer aufgelegt. Seht ihr? Also, prinzipiell habe ich nur gesagt, dass die Möglichkeit bestünde, dass wir auf ganz viele Varianten auf diese Leute, die da unten sind, reagieren können. Wir müssen sie halt erstmal treffen. Hm? Ist das nicht ein Problem für später? Müssen wir uns nicht erstmal um wichtigere Dinge kümmern? Also, wenn ich das richtig sehe, haben wir von hier aus 4 Möglichkeiten. Wir können bei Pulet in Richtung Osten abbiegen und dann bei Horet versuchen, uns in Richtung Rankara der Retena zu schlagen und dort eine der Brücken zu benutzen. Aber wie gesagt, dort stehen 3 Armeen, die sich um diese Brücke balgen. Da müsste man natürlich mit sehr, ich glaube, ihr würdet ihn Fex nennen, sich dran vorbeischleusen. Die Alternative wäre dann dieser Berater, der uns irgendwo an den Sümpfen vorbeiführt. Bei, wie heißt das hier? Bitterwald. Dort könnte man dann vielleicht in die Stadt des bitteren Endes dann durch diesen, ja, durch diese Höhle hindurchsteigen, bei einer Stadt der dunklen Gnade. Die Alternative ist, dass wir die Kettenfähre direkt vor Wehrheim benutzen. Oder aber die Brücke aus Holz, die unser Freund dieser Elf vorschlug. Was spricht denn gegen Boltags Methode? Nun, laut den Gerüchten soll dieser Einschlagkrater wohl Seuchen geplagt sein. Ja, wir gehen ja einfach durch den Fluss. Genau. Scheiß mal auf diesen dummen Krater. Also wir stellen uns an den Rand, ziehen uns alle nackt aus, reinigen uns, meditieren und dann bitten wir um ihres Geleit vom grauen Mann und dann gehen wir schnurstracks unter dem Fluss durch und alles ist gut. Wenn ihr euch mit einem Alvaranjar des Wassers verbünden könnt, versteht mich nicht falsch, ich bin der Letzte, der nicht durch das Wasser gehen will. Ich war schon mehrere Tage unter Wasser, aber glaube, wenn ein Alvaranjar wie der graue Mann das verhindern mag, dann wird dort auch niemand durchgehen können. Aber er hat das doch schon mal gemacht. Aber vielleicht mag er euch ja nicht. Weiß ja nicht, und ich möchte schon mit euch reisen. Ja, wir können es doch erstmal probieren, oder nicht? Und der Fluss ist wild und eure Art nicht gewogen. Was soll denn das heißen, eure Art? Ich habe noch kein Rosenohr gesehen, das versucht hätte, durch ihn zu schwimmen, um diese Zeit des Jahres und es geschafft hätte. Und viele haben es versucht. Ja, da könntet ihr wohl recht haben. Ja, aber... Ihr müsst wissen, mit dem Wasser ist die Erde seit je verschwistert. Auch wenn das Meer den bodenständigen Charakter des Humus oft als provinziell empfindet und die Erde sich von den wilden Emotionen des Wassers schnell bedrängt und verletzt fühlt, lieben doch beide das Leben der Kreaturen und arbeiten normalerweise Hand in Hand, um das Wachstum zu nähren. Und das verhält sich ebenso mit Erz und Fels, aber eher dort eine väterliche Freundschaft. Ich schweife ab. Wenn der graue Mann nicht möchte, dass wir hindurchgehen und er wohl einige Schwierigkeiten mit uns Menschen in letzter Zeit hat, dann wird dies allzu schwierig. Das ist ja richtig, aber der wird uns das doch wohl dann sagen, oder nicht? Dann kriegt Boltags eine Vision oder sowas und dann merken wir, okay, der graue Mann will das nicht und dann machen wir eine andere Lösung. Dann stehen wir vor dem Dergel und müssen von dort aus spontan improvisieren. Ja, wieso habt ihr heute noch was anderes vor? Frage. Heute sowieso nicht mehr. Wir müssen uns überlegen, wie wir in diesen Ruinen nächtigen können. Ich sehe das ähnlich. Die Frage ist, welchen Zeitgewinn oder Zeitverlust das Ganze mit sich führen würde.